Das wäre vielleicht das Wichtigste. Hallo, herzlich willkommen bei Almost Playing. Boah, hey. Ich erstecke mich jedes Mal. Grüß wieder. Euch. Ja. Wir spielen heute Identik. Wollen wir die Packung hochhalten? Wir kriegen aber kein Geld dafür, deswegen machen wir es nicht. Ne? Warum halten wir nicht diesen Drink hier hoch? Oh ja, der schmeckt gut. In kurzer Zeit werde ich für diesen Drink aus der Stratosphäre springen. Raketenbrause. Identik, genau. Jetzt kannst du einpacken, Baumgartner. Das spielen wir heute. Das habe ich von zu Hause mitgebracht. Das ist also mein Privatspiel, weil ich das sehr gerne spiele. Ja. Ich kriege sehr wenig Besuch zwar, aber wenn, dann spiele ich auch mit Ihnen mal gerne ein Spiel. Es freut mich. Du kannst auch mal vorbei. Ich habe Unterwäsche von zu Hause mitgebracht. Und am Ende dürft ihr alle meine Unterwäsche anziehen. Das ist schön. Voll. Jeder hat heute was mitgebracht. Was hast du mitgebracht? Aurel Merz ist noch da. Gute Laune und CDs. Und Felgenralle ist auch noch da, deswegen schlachten wir die beiden noch aus. Warum heißt der Felgenralle? Hm? Das ist ein geiler Name. Frag mal Simon. Felgenralle. Felgenralle. Was ich will auch sowas. Boah, was Alarm Aurel. Und du? Ich? Atom Alvin. Atom und du? Ja. Geiziger Gunnar. Ja. So, Gunnar ist aber nicht geizig. Aber gestern beim Abendessen war er ganz generös. Der hat Hintergedanken gehabt. Also. Müsste Reifenralle heißen. Reifenralle. Fangen wir jetzt wieder so an. Reifenralle. So. Setz dich mit Simon zusammen. Wir spielen Identik, das heißt, wir können es eigentlich losspielen. Einer beschreibt ein Bild und die anderen malen das auf so kleinen Zetteln hier. Jeder hat so einen kleinen Block bekommen. Und Alvin muss dann ein Bild in eine Kamera halten vielleicht. Zum Beispiel. So ein Bild zum Beispiel. Nee, die andere. Ja, die. Die ist doch geil, ey. Wir haben doch extra diese Klos da hingebaut. So, genau. Da ist ein Bild und das muss Alvin dann beschreiben. Und darunter seht ihr solche kleinen Sachen. Also Alvin sieht nur das, genau. Das, so. Aber darunter kriegen wir Punkte, indem Alvin das gut beschrieben hat und indem wir diese Details beachtet haben. So. Und das Schöne ist an diesem Spiel, ihr könnt mitspielen. Ihr fragt euch hier, warum? Ja, warum? Und wie? Alvin beschreibt ja, dann holt ihr euch auch einfach so einen Zettel und so einen kleinen Block und malt einfach auch mit, was Alvin beschreibt oder wenn Aurel beschreibt oder Ralle oder ich. Und ihr schreibt einfach mit und danach könnt ihr auch Punkte machen. Und dann diese Bilder möchten wir dann, dass ihr die im Reddit postet. Oder im Forum. Im Forum sollen wir jetzt sagen wahrscheinlich, ne? Im Forum. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Einfach im Internet, egal wo. Und noch bei Twitter und bei Facebook. Beateuse.de. Darf ich sagen, was mir witziges gerade noch aufgefallen ist? Ja. Guck mal, pass mal auf. Streck du mal jetzt da. Nee, andere Perspektive. Bitte anders. So. Und jetzt streck du mal deinen Arm aus mit deinem schwarzen Ding. So. Und jetzt, dann kann man nicht so richtig unterscheiden, wenn du es tiefer machst. Du hast so. Ja einen langen Arm. Dann kann man nicht so richtig unterscheiden, ob das mein Arm oder dein Arm ist. So war's. Wessen Arm ist es denn jetzt gerade? So. Wessen Arm, wessen Hand ist da du vorne? Du hast ja eine riesige weiße Hand. Kratz mich mal an der Nase. Ich wusste gar nicht, dass du so... Oh, mich juckt an meiner Nase, ist so kratzig wieder. So, das sind die kleinen Späße. Kleine Späße. Die wir nicht zu haben. Nicht so groß. Nachdem du deine Handtransplantation so, hinter dir hast. Nachdem okay. Meine Hand- und Armtransplantation. Ich nehme auch mal einen Kuli. So. Ja, und dann fangen wir einfach mal an. Zeitlich beschränkt, Bild begrenzt. Mitte. Wir nehmen, spielen die Weißen, das sind die Einfachen. Genau. Und da unten hast du so eine kleine Schachtel, damit du nicht gucken kannst. Damit ich euch quasi nicht die Punkte beschreiben kann. Genau. So. So. Und die Uhr umdrehen. Dann haben wir es auch schon geschafft. So, okay. Und ich drehe die Uhr um. Also, man sieht eine Frau und ein Schaf. Die Frau ist am Stricken. Es kommt ein Wollfaden vom Schaf. Das Schaf steht rechts. Die Frau sitzt links auf einem Stuhl neben ihr ein Körbchen mit Wollgarn. Sie hat zwei Stricknadeln in der Hand, hat die Augen zu, hat schwarze bisschen Haare. Bisschen langsamer, oder? Über dem Schaf und der Frau ungefähr in der Mitte, aber ein bisschen weiter rechts, ist ein Gehirn. Ja, es ist halt sehr mittig, aber doch nach rechts. Komm mal runter jetzt. Wir haben Zeit. Ein Bild zu sehen mit einem Fisch darauf. Schwarzer Hintergrund, der Fisch guckt ein bisschen bedröppelt, hängt an einem Nagel. Was? Wie mal? Ich fange nochmal an. Ihr habt aber alle Infos. Ja, also auf dem Bild sind drei Sachen zu sehen. Eine Frau, die häkelt, auf einem Stuhl sitzt. Direkt daneben ist ein Körbchen mit Negern. Sie hat zwei Häkelnadeln in der Hand und die Augen zu und lächelt. Direkt neben ihr, rechts von ihr, ist ein Schaf. Dieses Schaf futtert gerade, hat auch die Augen zu, sieht ganz gemütlich aus. Ein Wollfaden von dem Fell des Schafes geht halt rüber zu der häkelnden Frau. Das heißt, sie häkelt quasi das Schaf gerade auf. Direkt über den beiden, in der Mitte, ein bisschen weiter nach rechts, ist ein Bild aufgehängt. Das hängt an einem Nagel. Zu sehen ist ein Fisch, der ein bisschen doof guckt und der guckt auch nach rechts. Scheiße. Ich sag diese ganzen Details, weil wir halt gerade bei der Proberunde gemerkt haben, dass sowas echt wichtig ist. Was für ein Bild? Es ist ein Bild von einem Fisch. Da ist halt einfach nur ein Fisch auf schwarzem Grund drauf. Es ist ein rechteckiges Bild im Bilderrahmen. Ist der Fisch glücklich?
Nee, er sieht nicht so glücklich aus, er sieht eher verwirrt aus. Also eher so, ich möchte eigentlich gar nicht hängen. So, ja, das ist eher so dieser Gesichtsausdruck, so den er drauf hat. So geht's den meisten Fischen. Obwohl die Frau, wie gesagt, sehr, sehr glücklich aussieht. Das Schaf ist eher so gemütlich, pennt scheinbar mit ein bisschen was im Mund. Also pennt? Es pennt, steht's nicht, oder was? Doch, es steht, aber es hat halt die Augen zu und irgendwas im Mund. Jetzt habe ich aber schon Augen aufgemalt. Sehr gemütlich aus. Ich habe aber gesagt, dass beide die Augen zu haben. Wie beide haben die Augen zu? Wie malt man ja, die Frau hat auch die Augen zu. Guckt die Frau zum Schaf? Nee, nee, das Schaf nicht. Zur Frau? Auch nicht. Die, wo hat die Augen? Also das ist scheißegal, wo die hinkommt. Die Frau, das Schaf und der Fisch haben dieselbe Blickrichtung. Stimmt, das ist vielleicht auch noch wichtig. Sie gucken beide, alle drei, nach rechts. Nice, das habe ich. Das kann ich jetzt nicht mehr. Und die Zeit ist nach abgelaufen. Rechts. Okay, stopp. Puh. Ja. Ganz ehrlich. Dann Bilder tauschen. Warum hast du mir eigentlich nicht gesagt, dass wir malen müssen? Habe ich doch gestern gesagt, oder? Nein. Okay. Oh Gott, das ist aber gut geworden. Die gucken aber in die falsche Richtung. Was ist denn das für ein Schaf? Das habe ich nicht gemeint. Entschuldigung. Was, dafür hast du dir die Zeit genommen? Wollen wir jetzt erst vergleichen oder erst die Bilder zeigen? Komm, wir zeigen mal die Bilder, ist doch geil. Okay. Nee, das ist peinlich. Jetzt schon? Ja, gut. Ja, komm. Also hier, das ist... Mach mal die anderen weg, die da liegen. Das ist von Feigenralle. Feigenralle, fängst du auch schon an? Feige Fruchtralle. Ich habe meinen Namen dahin gemacht. So, machen wir es mal so, das hier. Genau. Achso. Warte, nee, hier müssen wir anfangen. Genau, das. Das ist von wem? Das ist von mir. Das ist schön geworden. Ja. Okay, der Fisch sah gerade aus wie ein Penis, als ich die Flosse verdeckt habe. Hm. So, das ist von Gunnar? Nee, von mir. Das ist keine realistische Situation, so würde das nie stattfinden. Wo ist denn der Faden vom Schaf zur Frau? Ja. Ja. So. Das ist Gunnar, ist der Klugscheißer. Was ist das denn für ein Schaf? Wieso? Tschernobyl-Mutantenschaf. Ja, okay. Wahnsinn. Haben wir endlich was gefunden, was du nicht kannst. Also ich auch nicht, aber... Ja, man muss halt schnell sein, ja. Ne? Okay, fangen wir an, Punkteverteilung. Erster Punkt. Das Bild eines Fisches oder eines Wals, einschließlich des Bilderrahmens, ist größer als der Kopf der Frau. Was? Ja. Okay. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Die vier Beine des Schafes sind sichtbar. Jo. Nein. Wie nein? Das sind nur drei. Bist du wahnsinnig? Das sind doch... Naja, sagen wir so, es sind... Eins, zwei, nee. Drei. Guck mal, und das mal auf. Und das Holzbein. Und das Holzbein. Nee. Warte, warte, warte. Seht ihr hier? Der stimmt nicht. Tiefer, tiefer, tiefer. Ich weiß ja, die sieht aus wie drei Beine oder, eins, oder zwei. Zwei. Das stimmt nicht. Drei und was? Halt ein etwas... Ja, was? Pass auf, ganz kurz. Das habe ich zuerst gemalt und habe halt gemerkt, okay, das sieht scheiße aus. Die anderen sehen noch scheiße ja, genau. aus, aber... Was sind das denn für Beine? Sind die einfach so hier... Wisst ihr was? Also, wisst ihr was? Jetzt zwei gegen eins, also ich wisst ihr was? Ihr müsst das mit eurem Gewissen vereinbaren. Ihr müsst heute Abend noch in den Spiegel gucken können, deswegen entscheidet ihr das. Ja, geht bei mir klar. Ich glaube okay. damit. Ich komme damit klar, ja. Okay, zu Punkt 3. Ich kann das auch einfach rausstreichen, wenn ich Bock habe. Ich kontrolliere alles. Vier Stück sind zu sehen. Im Korb sind Gegenstände sichtbar. Nein. Obwohl, sind das Gegenstände hier? Wem wäre das gemalt? Das sind Gegenstände, ne? Was? Wenn das Gegenstände sind, das sind naja, das. Was ist das denn sonst? Da ist doch irgendwas beide drin. Von ja. Van Gogh gemalt. Da ist doch irgendwas drin, oder nicht? Drin, das wird noch eine sehr lange Runde. Alter. Du hast nicht mal einen Korb gemalt, aber... Ein Faden führt vom Schaf bis zur Strickware, die Frau strickt. Ja. Nee, bei mir auch. Du hast auch. Wo ist denn dein. Bei dir sieht es aus, als würde die mit Stäbchen irgendwie Luft essen oder so und nicht stricken. Ganz kurz, kannst du nochmal den zweiten Teil bitte. Ein Faden führt zur Strickware? Vom Schaf bis zur Strickware, die Frau strickt. Ich sehe hier keine Strickware. Naja, komm. Es führt zur Frau. Naja. Es führt zu den Häkeln. Sie häkelt da doch gerade. Was häkelt die denn? Vielleicht strickt sie in ihren eigenen Pullover, den sie schon anhat. So. Sie häkelt doch ja, genau das. Ja, Schaf an, das könnte sogar stimmen. Du bist ja frech. Was häkelt sie denn? Ja, ja, gut, komm, du hast auch ein bisschen Eigenverantwortung. Das ist Kaisers neue Kleider. Du musst ja überlegen. Die sind unsichtbar. Hier, du zeigst es weder in die... Ah, jetzt. Die häkelt da. Ich sehe da nur... Zwei S-Stäbchen, aber wenn da auch nur ansatzweise noch ein zusätzlicher Strich wäre, würde ich sagen, sie fängt gerade erst an. Ja, ich erkenne da noch komm, nicht mal Schaf. Jetzt kommt. Das ist ja nur frech. Die Augen des Fisches oder des Wals. Warte mal, ist das jetzt fünf oder was? Das ist jetzt ja. fünf. Ja. Die Augen des Fisches oder des Wals sind rechts von seinem Schwanz. Genau in der Mitte.
Das tut mir leid. Aber du musst dann nach rechts gucken. Ja, ja, da kannst du nicht warten. Der guckt einfach nach unten, mein Fisch. Ja, ich glaube, irgendwie habe ich das so verstanden, dass er da irgendwie, dem geht's nicht so gut. Dafür. Der Schwanz des Schafes ist nicht sichtbar. Oh, richtig. Richtig. Nee, du hast einen richtig schönen Schwanz. Wie ich auch einfach nur vergessen habe, das Schaf. Geil ist einfach, das kann man über das mal zeigen. Er hat der Frau genau eine, wo ist es? Genau eine kleine Brust hier oben gemacht. Hier, was auch immer das hier ist. Ja, das. Eine hat sie bekommen. Das Problem beim Schaf war kein Witz. Ich wollte eigentlich so rum anfangen und dann hat er gesagt, dass das Schaf irgendwie andersrum guckt und das sollte eigentlich erstmal der Kopf sein, deswegen. Oh, ich hab vergessen, dass wir das Schaf und Schwänze haben. Jetzt kommt Punkt, den habe ich betont. Nicht sichtbar. Sieben, ne? Sieben. Die Pupillen der Frau sind nicht sichtbar. Ja, richtig. Eindeutig sichtbar hier. Bei mir nicht. Du hast ja gesagt, ihr habt die Augen zu, deshalb. Der Korb befindet sich rechts der Frau. Hä? Ja. Hier gibt's keinen Korb, da kann man nichts machen. Im Bild sind zwei Stricknadeln zu sehen. Ja, das hat er geschafft. Ja. Und die Frau sitzt auf einem Stuhl. Ja. Alter, so. Du hast 9 ganz Punkte. Kurz. Ich habe 9 von 10 Punkten. Können. Pupillen sichtbar. Das ist das Originalbild? Nicht sichtbar, ja. Das nicht ist das sichtbar. Guck mal, die gehen auch zu dem Ding da. Leute, hier, du bist ja jetzt der Spielleiter. Was hältst du denn davon? Sind die sichtbar oder nicht? Da sind keine Pupillen. Ja, klar. Oh. Ja, doch, doch. Das sind eindeutig Punkte. Ganz kurz, ganz kurz. Scheiße. Ich habe 9 von 10 Punkten. Ja. So. Eigentlich können wir dein aufhören. Bild oder? Hier, 9 von 10 Punkten. Das war perfekt. Nicht schlecht. Hier, ja. Das ist doch sehr, sehr gut. Ja, Ralf hat 4. So, wollt ihr direkt 1, 2, aufgeben? 3, oder? 4, 5, 6, 7. 7 habe ich. Und 7, Alvin hat mal 4. Ja, normalerweise würde Alvin jetzt auch Punkte bekommen, aber das ist jetzt zu lange gedauert. Deswegen machen wir einfach gleiche Anzahl von Runden und deswegen hat Alvin jetzt keinen Punkt. So. Fertig? Habe ich gewonnen? Oder? Du hast bis jetzt. So, jetzt du bist hast, du dran. Achso, das geht weiter, das Spiel. Nee, du hast gewonnen. Ah, ja, gut. Du hast gewonnen. Sehr gut. Deswegen darfst du jetzt auch nicht mehr mitmalen. Alles klar. Obwohl, warte, Fakt, das braucht jetzt wieder einer. Ich hätte betrogen, weil ich da auf das Ding geguckt habe. Ja, das hilft ihm ja jetzt. Was passiert hier? Was passiert hier? Du musst das jetzt reinstecken, ohne zu lesen. Genau, die weiße Seite, nicht die schwarze. Oh oh. Spannend, spannend, spannend. Geht das da rein, sag mal? Ja, ein bisschen liegen und brechen. Ja, ja. Uiuiui. Ui, ui. Hast du es? Du, das jetzt eine kleine Pause. Wollen wir Werbung machen sonst? So, hier, los geht's. Jetzt können wir Bundesliga aufnehmen. Darf ich sagen, wie das Bild heißt? Du darfst alles. Okay, ja, stimmt. Auf die Plätze, fertig. Das Bild heißt Reifenpanne. Ein dicker, langnasiger Mann mit herausgestreckter Zunge und einem riesigen Rucksack sitzt auf einem platten Fahrrad. Beide Beine befinden sich auf den Pedalen, dennoch sind beide Reifen sehr, sehr platt. Das ist so eine Pfütze unten um das Fahrrad rum, als würde er in der Pfütze stehen. Er hat ziemlich weit aufgerissene Augen, eine Glatze und ein sichtbares Ohr. Beide seine Arme sind am Lenker, das Fahrrad hat eine Lampe. Sein Rucksack hat eine Seitentasche. Und möglicherweise, naja, möchte ich nicht erwähnen. Er trägt eine Art Sporthose mit einem Streifen an der Seite. Hinten an der Sporthose befindet sich ein kleiner Schlitz, der offensichtlich zu einer Rücktasche führt. In dieser Hose und für den Betrachter dieses Bildes nicht sichtbar befindet sich ein Feuerzeug. Das spielt aber keine Rolle, weil es nicht sichtbar ist. Ansonsten wirkt der Mann sehr, sehr erschöpft und Proportionen sind egal, ne? Er ist halt sehr fett, er ist ein fetter Mann. Und der hat so einen schwarzen Kragen, aber gut, sprechen wir nicht drüber, Farben spielen keine Rolle. Ja, also ich meine, er ist auf jeden Fall. Achso, und er guckt nach links. Oh ja, danke auch. Das ist mir egal, ey. Ach, stimmt, ja. Achso, und seine Zunge hängt draußen. Seine Zunge ist ziemlich lang. Und das ist wie so ein BMX-Rad. Also das ist so ein Lenker, der nach oben steht. Und es gibt so viel. Eigentlich steht auch ein Auto. Eigentlich gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Eigentlich ist es ein komplett anderes Bild. Ich will nur nicht, dass ihr Punkte bekommt. ja, was soll ich sagen? Denn vorne habe ich gesagt, dass eine Lampe am Fahrrad ist. Ach so, und das Fahrrad hat vorne so einen Spritzschutz, wie man es kennt. Die Felgen sind übrigens nicht sichtbar im Rad. Okay, habe ich gemalt schon. Ach ja, und irgendwie ist es lustig, weil der hat wie so eine. Oh, jetzt kann ich es nicht mehr sagen. Fertig. Achso. Ich finde schon gut gemacht. Oh Mann, oh Mann. Du hast ja nicht mal einen Menschen gemalt. Oh, bei dir ist es schade. Bei dir sieht exakt genauso aus, wie er aussieht. Du kennst doch das Bild. Du Gammler. Der kann sich erzählen, aber der ist nicht fett genug. Naja. Aber egal. Okay. Wollen wir erstmal zeigen wieder?
Okay. Habe ich das gesagt? Ach, das wollte ich noch sagen und da habe ich es nicht gesagt. Da könnte es keiner von euch haben. So. Achso, fangen wir an. Ich traue mich nicht. Erstmal, mein fetter Typ auf dem Fahrrad. Nicht so geil geworden. Nicht schlecht. Ja, aber ist nicht fett genug. Ey, wieso könnt ihr so gut malen? Das war auch so eine Info. So nebenbei. Ach ja, übrigens, der ist fett. Ach ja, genau, er guckt auch nach links. Ganz ehrlich, du brauchst jetzt meine Beschreibung, das findest du nicht beleidigt. Ich bin für mich ein bisschen angegriffen persönlich. Ja, da. Wer war das? Gunnar. No way. Hallo, das sind Details. Das sind Details, die du gesagt hast. Das ist wahnsinnig symmetrisch. Ja, ich habe ja gefragt. Warum hat der nicht mal einen Kopf bekommen? Da war ich ja gerade dabei. Aber ich habe extra gefragt, 10 Proportionen. Geil. Okay, also jetzt wird es lustig. Also, ja. Das hat halt nicht mal einen Menschen gemalt. Ich wollte extra warten, bis er eine Richtung ansagt und irgendwann kurz vor Schluss. Ah ja, der guckt übrigens nach links. Ach, Leute. Also, das T-Shirt des Mannes hat einen abgesetzten Kragenrand. Ja. Okay, der Typ hat nicht meinen Kopf. Meine hat einen Kragen. Ja. Oh, crazy. So, der Rucksack ist näher am Ohr. Ach ja, ein Rucksack. Den hab ich ja völlig verkehrt. Hast du keinen, oder was? Das der Mann hat hier auch keinen Rucksack. Der Rucksack ist näher am oberen Bildrand als der Kopf des Mannes. Er hat weder Kopf noch. Oh Mann, der Mann, den hab ich ja total vergessen. Verarschst du mich gerade? Nein. Atomaugen. So. Oh, Leute. Okay, weiter. Mensch, was haben wir gedacht? Also, schönen Tag noch. So, auf der Hose des Mannes ist ein Streifen zu sehen. Hab ich nein, gesagt? Hab ich hat gesagt. Er gesagt. Hab ich auch gemalt. Da habe ich nicht aufgepasst. Ist das so eine Adidas-Streifenhose mit Druckknöpfen? Die Räder des Fahrrades haben keine Speichen, habe ich auch gesagt. Ja, hat er da gesagt. Sind leider Speichen. Aber ich habe wirklich keine Chance. Ja, du hast es gesagt. Wenn irgendwas im Bild fehlt, dann hast du es auf jeden Fall. Also bei den Reifen lasse ich mir nichts vormachen. Da will ich mich mal aussehen. Die Fahrradkette. Kennt sich mir aus mit Felgen, ne? Kinder, die Fahrradkette ist sichtbar. Nee. Nee. Sag mal, das ist ein ganz modernes. Warte, ist die Fahrradkette hier überhaupt sichtbar? Ja. Ist das ist ein ganz klar. Modernes Fahrraddesign, das du da gemacht hast. Das ist einfach ein Viereck mit Rädern. Naja. Ich bin echt über das Original gleich gespannt, ey. Das könnte auch ein Brillenträger sein, aber naja. Gut. Ein Ohr des Mannes ist sichtbar, hab ich gesagt. Mindestens ein Pedal des Fahrrades ist sichtbar. Jo. Höchstens ein Ohr des Mannes ist sichtbar. Jo. Höchstens ein Ohr. Höchstens ein Ohr. Hallo. Das stimmt ja sogar. Du hast keinen Kopf, da ist aber kein Ohr. Ja, aber da ist auch kein sichtbar. Höchstens ein Ohr, ist ja richtig. Also höchstens ein Ohr ist hier. Das ist richtig. Das stimmt. Kein Kopf. Wenn man, ja, das ist Reduktion. So. Die Nase des Mannes ist größer als seine Zunge. Was sagt das was? Boah, ist ein enges. Hier ist enges echt Ding, ne? Schwer Punkte zu vergeben. Aber ich so würde sagen, ich meine, wenn man den jetzt langzieht, oh, ist eigentlich gleich. Ich finde die Reifen haben viel zu wenig Beachtung. Ich hätte auch gedacht, dass die Reifen kommen. Weil er so anfing mit, die sind platt und. Das ist alles gut. Vielleicht kommen die ja jetzt noch. Ja, klar. In dem letzten Punkt dann, oder? Vielleicht war das auch zum Verwirrung stiften. Naja, platte Reifen, ich meine, naja. Die Nase des Mannes ist größer, habe ich gesagt. Ja. Und jetzt das letzte Ding, der wichtigste Punkt. Der Rucksack des Mannes ist größer als sein Kopf. Ja. Eins, zwei, der nicht drei, vorhandene vier, Rucksack fünf. Ist größer als drei. Der nicht vorhandene Kopf. Alvin hat 5 Punkte. Stimmt eigentlich. Ralle hat 3 Punkte. Rucksack ist größer als Kopf? Nee, kann man leider nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Punkte. Geil. So. Nicht schlecht, ey. Also, dann bin ich jetzt dran. Jetzt ist Gunnar dran, ja. Wer hat am meisten Punkte in der Runde? Ist das bitter. Ich. Du. Achso, wir zeigen mir nochmal das Original. Ich gratuliere. Dankeschön. Auch von meinen Eltern. Dankeschön. Weißt du, wie geht's hin? Ach, gut. Ja? Ja. Bärbel? Simone. So. Bärbel und Simone. Okay, gut. Ich wurde von zwei Frauen hier in einem asiatischen Kloster adoptiert. So. Ach, ich darf wieder mitspielen. Ja, so darfst wieder mitspielen. Ach, du Scheiße. Okay. Das Bild hat, ich sag's mal vorher, Schweinelady und Blumenkind. Ja, okay, ich weiß, was es ist. Es sind zwei ganz, ganz dünne Figuren drauf zu sehen. Von oben bis unten gehen die. Die linke Figur hat ein langes Kleid an, ist eine Frau mit langem Kleid, wo Blumen drauf sind. Und ihre Hände, auf ihrem Arm ist ein Schwein. Wie lang ist denn das Kleid? Sehr lang. Langes Kleid, unten. Sie hat so zwei Schuhe an und auf den Schuhen sind jeweils zwei Streifen. So, sie hat, ihre Haare wehen nach links, sie guckt ins Bild rein. Also zu uns. Auf ihrem Arm ist, wie gesagt, ein Schwein. Und sie hat auch noch eine Leine in der linken Hand,
wo zwischen den beiden Personen auch nochmal so auch nochmal ein Schwein ist. Ich warte jetzt mal ein bisschen kurz. Ne? Also in der Mitte ist eine Leine, sie hält einen Schwein noch an der Leine. Das Schwein guckt die Frau an, die linke. Die linke Frau? Ist alles die linke Frau gerade. Okay. Das Schwein guckt zu der Frau und bellt. wie Schweine so machen. Es bellt sie so an. Wirklich? Ja, oder quiekt oder was machen Schweine denn? Es hat auf jeden Fall den Mund auf und sieht böse aus. Sieht ein bisschen aus, als möchte es Aufmerksamkeit. So, hier kommen wir mal zur rechten Figur. Die ist auch ganz lang, hat zwei Zöpfe und guckt fröhlich und hat eine große Blumenvase in der Hand. Die rechte Figur. Was? Hat eine große Blumenvase in der Hand. Die Ärmel haben auch das ein Blumenmuster. Scheiße, und das Kleid, das hat auch ein Kleid an. Kleid ist gestreift. Und es hat, das Kleid ist aber nicht so lang, es ist ein kürzeres Kleid und hat ganz, ganz hohe Ringelsöckchen an. Erklär nochmal die eine Frau. Scheiße! Gestreiftes Kleid. Ist auch lang. Lange gestreiftes Kleid, nicht so lang wie die andere Frau. Ah. Gestreiftes Kleid. Das Kleid ist nicht so lang, aber es hat ganz lange Beine noch darunter und da diesen geringelt, die Söckchen. So kleine geringelte Söckchen hat es an. Fuck, und hat eine Blumenvase in der Hand. Das ist und da sind drei Blumen drin. Und es hat das Zöpfchen. Zwei Zöpfchen und guckt. In der linken oder in der rechten Hand? In der rechten Hand eine Blumenvase und in der linken Hand einen Bierkrug, wo sie Wasser aus der Blumenvase hineinkippt. So viel Platz habe ich nicht. Was war in der rechten Hand? Jetzt hat jemand einen langen Arm, der darüber. Was war rechte Hand? Eine Blumenvase! Und da kippt sie Wasser in das Bierglas. Stimmt. Stopp. Und sie ist glücklich. Und stopp. Boah, boah, Alter. Weißt du, 3 Stunden für die eine dumme Frau oder ja. Für die andere 3 Sätze. Ich sollte ja ein bisschen warten, ich war zu schnell, habt ihr gesagt. Ah, das hat nicht gut funktioniert. Ja. Ich finde immer noch, ich habe am besten erklärt. Ich hoffe, es ist... Okay, zeigen wir die Sachen? Wir gucken mal, können wir Community ja noch die Reddit-Sachen. So. Also, hier. Scheiße. Das ist meine Schweinefrau mit Blumen. Ich zerstöre gerade die komplette Credibility. Das habe ich gemalt. Kannst du schlecht erkennen, ne? Ist so hell. So. Weißabgleich. Blende. Und Rades. Boah, Alter, da wird es nicht geil. Schlecht. Ja. So. Warte, so. Du meins. Jetzt kommen wir mal zur Punkteverteilung. So. Ja. Mad Woman. Geiles Gesicht, wie als das brennende Haar. Aber die Schweine hast du wieder gut gemacht. Du bist echt ein. Ich mag generell unsere Proportionen bei Menschen. Die wir so malen. Ja, wir malen einfach wie Dreijährige. Ja. So. Aus dem Ende der Vase fließt Wasser in eine Tasse oder einen Becher. Aus dem Ende der Vase fließt Wasser in eine Tasse. Du hast was anderes erzählt. Nee, doch, du hast gerade was anderes erzählt. Du hast gesagt, eine Bierkrug wird in die Vase rein. Nee, andersrum. Aber da ist doch richtig hier. Hier ist richtig. Hier, das ist die Vase mit den Blumen. Und das ist irgendwas anderes. Habe ich andersrum erzählt? Ja, ja, du hast andersrum erzählt. Ja, aber nicht. Ja, dann haben wir alle drei falsch. Ja. Wobei ich bei dir und mir nicht ganz. Ja, klar, weil ich erst einen Bierkrug gemalt habe und er dann vorgelesen hat, ach ja, da wird übrigens was gegossen. Und dann dachte ich, ja gut, dann muss das Wasser halt ein bisschen die physikalischen Regeln beugen. Also alle drei. Pass auf, mich interessieren nicht die Details deines Fehlers, mich interessiert nur der Fehler. Und ja, du hast den selben Fehler gemacht, also sei mal ruhig. Ich weiß mal. Die Frau auf der linken Seite ist größer als das andere Mädchen im Bild. Ja, ist auch. Hab ich so halt, Das hab da braucht uns mal kurz Hilfe, weil die steht ja tiefer und sie steht ja einen Ticken höher. Und im Endeffekt sind die. Ja, aber sie hat auch identisch. Haare und die hat keine. Ja, genau, das heißt, die ist dann größer. Weil wenn ich die jetzt rüber ziehe, muss ich ein Lineal zählen. Oh, das wird schwer. Das tut mir leid, dann kann ich keinen Punkt geben. Ja, gut, dann kann ich dem Raller. Unter solchen Regeln kann ich dem Raller aber auch keinen Punkt geben. Ich zieh die jetzt. Ja, aber guck mal hier, genau dasselbe. Die ist zwar höher, aber da sind die für. Ja, dann. Das stimmt. Wenn dann alle gleich. Da muss man dann auch schon. So, jetzt kommt. Wer ist größer? Die linke. Habe ich auch gesagt, extra. Ach, scheiße. Eindeutig größer. Bei Größen nehme ich es ganz genau. Sowohl die Frau als auch das Mädchen haben Haare auf dem Kopf. Ah, fuck you. Ja, das haben wir auf jeden Fall auch. Nee, das stimmt nicht. Oh. Die eine hat nicht mal. Komm, bei mir haben beide Haare. Ja, ja, ja. Dafür haben sie nicht mal einen Kopf. Die haben nur Haare. Was ist das für Kopf? Was ist mit der? Ja, die wurde nicht fertig. Die Tasse oder der Becher hatte einen Henkel. Welcher Becher? Das hat er. Der Becher hat einen Henkel. Was für ein Becher? Ja, hier, der hier. Aber da ist kein Henkel. Nee, hat nicht mehr gereicht. Aber Hauptsache Haare haben sie, aber nicht mal für einen Henkel. Genau, eines der Kleider im Bild hat senkrechte Streifen. Senkrechte? Warte, du bist ja so ein Affe. Ja, ich hab Streifen du gesagt, bist, ne? Ja, aber du hättest auch ruhig mal sagen können, von oben nach unten Streifen, nicht von rechts nach links. Aber was sind das denn eigentlich für Blumen? Das mehr was, das hat... Es sind schon also mir Blumen. Fällt da viel zu ein, aber... Das sind schon Blumen. Das sind Schweinespuren. Im Bild sind mindestens 10 Füße sichtbar. Blume.
10 Füße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes! Das haben wir alle hingekriegt. Nee. Nein. Ich nicht. In der Vase des Mädchens sind genau drei Blumen. In was nochmal? In der Vase sind drei Blumen. Genau drei Blumen. Ah, schade, es sind zwei. Ja, ich würde sagen, ich habe auch gemeint, ich hätte zwei gehört, aber hier sind es drei. Gilt das als Blume? Ja, natürlich gilt das als Blume. Ich sehe nicht mal. Die drei Striche. Ja, das sind Blumen. Okay. Dankeschön. Und dann nimmt das dann wiederum nicht genau. Das haben wir gern. Das Schweinchen am unteren Ende des Bildes schaut im Bild nach links. Ja, ah, okay. Eindeutig. Da muss man auch mal zugeben. Das ist so große Arbeit. Im Bild sind genau zwei Schweine. Nein. Nein? Doch, doch, halt. Entschuldige. Ein Schwein, oder du erzählst Schweine. Mir, wo das Schwein hier auf dem Arm ist. Nein, ich habe gesagt, okay. Nein. Okay, sehr gut. Aber ich habe zwei Schweine. Richtig, habe ich auch angeguckt. Du hast zwei Schweine. Auf dem Kleid der Frau auf der linken Seite sind mindestens sechs Blumen oder Punkte zu sehen. Also hier gelten also auch Punkte. Ja, eins, genau sechs. Zwei, drei, sehr gut. Vier, fünf. Oh, das sind jetzt leicht. Oh, jetzt echt? Eins, zwei, drei, oh Mann. Vier. Vier von diesen seltsamen Geschwür. Da habe ich mir wirklich überlegt, ob ich mich jetzt so hinsetze und noch ein paar Blumen mal, weil ich dachte, da kommt eine dumme Frage. Ja, und hier ist das Originalbild. Darf ich das mal sehen zeigen? Wollen. Okay, das ist also wirklich, das grenzt ja echt schon an moderne Kunst. Will mir einer erzählen, dass das eine Blume ist? Das ist ein redaktionell abgesprochener Witz hier gerade gewesen. Habe ich mitgekriegt. So, und das ist übrigens das Original. Ich hoffe, man erkennt es ungefähr. Das ist exakt mein Bild eigentlich. Achso. Ja. Ja. So. So, und Ralle ist nach der Pause dran. Was ist das, wenn da so eine rote fünf, Nummer abläuft? Aurel hat 5. Das heißt Werbung. Achso, wir haben Punkte noch schnell. Aurel hat 5. Ralle hat 4. 5. Echt? Ich hab 5, tatsächlich. Okay. Ja, und dann kommen wir in die Werbung jetzt. Und dann gehen wir gleich weiter und spielen nochmal. 5 habe ich? Ja. Na gut. Ja, jetzt geht's Werbung und danach geht's weiter. Tschüss. Auch von mir Werbung. Bis gleich.